In der letzten Episode haben wir uns leider ohne unseren Campervan für ein paar Tage Singapur angeschaut. In dieser Episode nehmen wir euch mit zurück nach Malaysia. Hier sind wir wieder fein mit unserem Camper zunächst nach Kuala Lumpur, um uns Aufbaubatterien zu besorgen, sind dann zu unserem quasi Stammplatz in Malaysia in die Nähe von Mersing gefahren, dann die komplette Ostküste des Landes hoch und mit einem kleinen Abstecher nach Penang für die Thai-Visa und einem weiteren kleinen Abstecher zu einer wundervollen Familie sind wir letztlich über die Betonborder zurück nach Thailand eingereist. Jetzt sind wir, wie gesagt, zurück in Malaysia, wollen uns jetzt gleich auf den Weg nach Kuala Lumpur machen. Das sind, ich glaube, 5-6 Stunden Fahrt, um da unsere Aufbaubatterie möglichst auszutauschen. Die Batterie, die unseren Kühlschrank und unsere Beleuchtung und Co. hier mit Strom füttert, die hat so ziemlich ihren Geist aufgegeben. Und da wollen wir jetzt schauen, dass wir in Kuala Lumpur eine neue kriegen. Wenn das preislich hinhaut, vielleicht auch zwei. Mal schauen. Weiter geht's. So, dann fange ich jetzt mal an, den Fahrersitz auszubauen. Da sitzt unsere Aufbaubatterie, damit ich die gegen zwei neue Batterien austauschen kann. Da die neuen Batterien leider keine Polkappen haben, habe ich jetzt was aus Coca-Cola-Flaschendeckeln gebastelt. Es ist endlich verbracht. Einige von euch erkennen diesen Stellplatz vielleicht. Hier standen wir schon ein paar längere Tage, bevor wir nach Singapur gefahren sind. Und auch jetzt, wo wir zurück sind aus Singapur mit einem kleinen Umweg über Kuala Lumpur, stehen wir wieder hier. Hier hat es uns einfach gut gefallen und wir wussten, dass wir hier ganz in Ruhe stehen, ungestört stehen, sodass wir unter anderem auch Zeit haben, um unsere Batterien zu tauschen. Das habe ich nämlich vor 2-3 Tagen gemacht. Ich habe unsere ursprüngliche 95 Ampere AGM Batterie ausgetauscht gegen zwei neue, jeweils 100 Ampere Stunden Batterien. Jetzt haben wir also wieder ordentlich Saft und können uns auch mal einen Parkplatz im Schatten gönnen. Das ist cool. Jetzt gerade machen wir das Auto aber abfahrbereit. Tina macht gerade die Scheiben sauber, denn dadurch, dass wir hier am Meer stehen und die ganze Zeit ein Wind in diese Richtung weht, wird die ganze Zeit auch Meersalz aufs Auto geweht und das lagert sich entsprechend ab. Wir müssen jetzt auch das Auto unbedingt waschen, damit der Lack nicht so leidet, aber damit wir eben überhaupt gucken können, macht Tina jetzt netterweise die Scheiben gerade sauber. Was wir jetzt vorhaben, ist die Ostküste Malaysias möglichst bis ganz in den Norden einmal hochzufahren, entlang zu fahren über 3-4 Tage, mal hier und da zu gucken, wo wir noch nett am Strand stehen können. Und dann fahren wir wieder zurück nach Penang, wo wir uns im Thai-Konsulat unsere Visa für Thailand holen können. Eigentlich braucht man ja keine Visa für Thailand,
oder wir brauchen keine Visa für Thailand. Aber da wir 2 Monate bleiben wollen, ist es günstiger, sich ein Visum für 60 Tage zu holen, als visumfrei einzureisen und sich dann eine Verlängerung zu holen. Und ein Konsulat ist in Penang, deswegen fahren wir zurück nach Georgetown. Ich glaube, hier können wir nicht weiterfahren. Wir haben einen super Stellplatz hier gefunden in der Nähe von Chirating und hier bleiben wir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Nacht mindestens. Wie geil ist das denn? Hier kann man es aushalten. Hier kann man es sehr, sehr, sehr gut aushalten. Das war unsere letzte Nacht an der Ostküste. Wir haben wirklich richtig schöne Strände hier gefunden. Trotz Monsunzeit hatten wir ein richtig gutes Wetter und wegen der Monsunzeit war nicht so viel los, was uns sehr gut gefallen hat. Aber jetzt geht's nach Penang und da holen wir unser Thai-Visum.
haben jetzt gerade unsere Thailand-Visa abgeholt. Das hat super geklappt. Damit können wir 60 Tage, so wie wir es wollen, also 2 Monate im Land bleiben. Und ja, morgen wollen wir gerne dann in Thailand einreisen. Aber erstmal fahren wir jetzt heute noch zu Aida und ihrem Mann. Die haben wir in Thailand kennengelernt, als wir da eine Bootstour gemacht haben. Und die haben uns zu sich eingeladen und machen uns jetzt auf den Weg. Tollen Abend bei Aida und ihrer Familie haben wir uns dann am nächsten Morgen auf den Weg gemacht zur thailändischen Grenze. Damit endet dann auch unsere Zeit in Malaysia und auch diese Episode. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und lasst uns ein Like da. Das nächste Mal melden wir uns aus Thailand, wo wir ja aufgrund von Corona immer noch sind. Dazu aber dann mehr in der nächsten Episode. Bis bald!